Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Feingeister. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Whisky der Woche. Wie immer aus unserer wunderschönen Tasting Lounge direkt im Feingeist in Mümpris. Ich habe euch heute wieder mal einen Whisky, wie der Name schon sagt, mitgebracht. Auch diesmal, glaube ich, ein doch recht bekannter, großer Bekannter. Vor allem unter denen, die Sherry-Fassreifung mögen. Wir reden heute über den Glendronach 15 mit dem schönen Titel, Untertitel, Beinamen Revival. Genau. Ich habe mich für den Glendronach entschieden, weil man hört ja doch so hier und da mal Gemunkel, ist nicht mehr das, was es mal war, hat sich zum Schlechten entwickelt, gefällt mir nicht mehr. Da habe ich gesehen, hey, wir haben eine recht aktuelle Flasche offen an der Bar stehen bei uns. Probiere ich doch einfach mal. Ich muss jetzt auch gestehen, klar, Glendronach schon probiert, schon getrunken, 12er, 15er, 18er Allardyce. Weiß jetzt aber auch nicht mehr, wann das war. Das heißt, ich hoffe, da irgendwie so ein bisschen einen Vergleich ziehen zu können. Ist es noch toll? Ist es nicht toll? Erstmal so ein paar Daten, Fakten. 15 Jahre, sprich, wie der Name schon sagt, das Ding ist 15 Jahre im Fass gereift. Bei Glendronach haben wir hier PX Sherry, also Pedro Ximénez und Oloroso Sherry Fässer. Das ist auch eine Vollreifung in dem Fall. Genau, und abgefüllt mit 46 Volumenprozent. Wenn sich in der letzten Zeit nicht großartig was geändert hat, sind die nicht kühl gefiltert und nicht gefärbt. Natural Color sozusagen. Sehe hier jetzt auch nichts irgendwie von wegen Color, Farbstoff, irgendwas. Sprich, ich gehe stark davon aus, dass das immer noch so ist. Genau. Ansonsten die Destille Glendronach, eine der großen Bekannten, sag ich mal, in der Whisky-Szene, kommt aus den schottischen Highlands. Ja, was sehen wir von der Farbe? Heute können wir ein bisschen was von der Farbe erzählen, weil wir, toi, 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 ich klopfe auf Holz, einen nicht gefärbten haben. Würde ich sagen, das fällt so ins Bronze. Ja, doch, ist ein schöner Bronzeton. Ich hoffe, man sieht es auch in der Kamera ein bisschen. Ich denke, ich habe schon gesagt, aber 46 Volumenprozent hat er. Was ich auch ganz sympathisch finde. So, im Geruch. Auf jeden Fall Kirsche habe ich hier. Dunkle, bittere Schokolade steckt auf jeden Fall auch mit drin. Und irgendein Geruch, noch was Frisches, kann ich nicht so ganz zuordnen gerade noch. Lass dir mal noch ein bisschen Luft im Glas. Ja, ich würde fast sagen Minze. Ja, Alkohol bitzeln gar nicht, aber sollte man auch nicht erwarten bei 46 Volumenprozent. Das wäre dann schon die große Ausnahme. Ja, fruchtig, kirschig. Eine ganz, ganz leichte, dezente Süße im Hintergrund, wobei die wird für mich fast von der Säure überdeckt, in dem Fall im Geruch. Ja, dunkle Schokolade, wie schon gesagt. Ja, mehr kann ich dem Ganzen auch gerade leider nicht entlocken. Dann würde ich Slunge auch mal probieren. Oh ja, hier haben wir jetzt auch wieder die Kirsche im Geschmack. Wobei, da kommt für mich noch so ein bisschen ein helles Obst dazu. Ich kann jetzt
Wenn ich mich entscheiden müsste, was ich ja wahrscheinlich jetzt muss fürs Video, würde ich behaupten, das fällt für mich ganz stark in Richtung Pfirsich. Pfirsich, ja. Auch hier wieder dunkle Schokolade, wobei ich hier fast sagen würde, nicht unbedingt reine dunkle Schokolade, sondern schon fast Kakao. Richtig schön. Und auch hier habe ich jetzt wieder so diesen Anflug von so einer Säure gepaart mit einem nussigen Charakter. Höchstwahrscheinlich dank der Sherryfässer. Wird bei mir Walnuss. Ich sage jetzt einfach Walnuss. Weil er auch so einen leicht bitteren Charakter mit drin hat. Also ich muss ehrlich sagen, ich würde jetzt für mich nicht behaupten, dass der irgendwie schlechter geworden ist. Wobei auch hier wieder, ich hatte es am Anfang erwähnt, ich weiß jetzt nicht, wann ich das letzte Mal einen Glendronach nach 15 im Glas hatte und von wann dann diese Flasche gewesen ist. Aber es ist, der 15er ist nach wie vor eine Sherry-Bombe, fruchtig, kräftig. Jetzt im Abgang kriege ich noch was Orangiges hinten raus, richtig schön. Dezente Würze, so eine ganz urtypische Eichenwürze, die hier mitschwingt. Wunderschön, die dunkle, kräftige Kirsche im Geschmack. Das Einzige, was mich jetzt doch etwas erstaunt, was ich, glaube ich, anders in Erinnerung habe bei Glendronach, ich sag mal, ein mittellanger bis eher Tendenz zu kurzer Abgang. Also der hat es jetzt gerade schon geschafft, dass er eigentlich so gut wie verschwunden ist. Das Einzige, was ich jetzt noch habe, ist so eine leichte Bitternote, die ich jetzt so ein bisschen in Richtung, langsam, die sich so in Richtung Bittermantel entwickelt. Alkohol wunderbar, gar kein Problem, keine Alkoholschärfe, gar nichts. Aber wie schon gesagt, ja, das ist ein 15 Jahre alter Whisky in der Vollreifung in vorbelegten Sherryfässern. Ja, da müsste schon viel schief gehen, dass man hier jetzt ein Alkoholproblem hat bei 46 Volumenprozent. Ich würde noch mal einen zweiten Schluck nehmen, ob der bestätigt, was ich jetzt so im ersten Moment hatte. Nicht verschlucken ist wichtig. Oh. Ja, wunderschön angenehme Würze, Kirsche gepaart mit, ja, Pfirsich, Aprikose, irgendwie sowas Helles, Fruchtiges, Steinobst. Wunderschön. Die Kakaonote, die sich dann Richtung Abgang einfach bemerkbar macht. Jetzt das Nussige wieder in den Vordergrund kommt. Der hat schon eine schöne Komplexität, hat auch einen schönen Verlauf. Also ich habe hier nicht irgendwie abrupte Wechsel, das eine kommt, das andere sofort weg, sondern das sind wirklich wunderschöne Übergänge von einem zum nächsten, aber sehr schön ineinander verwoben, sehr gut abgestimmt, absolut rund. Also ich kann hier immer noch sagen, meiner Meinung nach, absoluter Top-Whisky. Wer auf Sherry-Feeling, Sherry-Fass steht, ja, würde ich ja fast behaupten, kann man nicht viel falsch machen. Also der kriegt von mir auf jeden Fall 1-2 Daumen hoch, kann ich nicht anders sagen. Der macht Spaß, ist trotz seiner Komplexität noch ein absolut angenehmer Trinker, also überfordert nicht, will nicht irgendwie stundenlang Zeit haben und auseinandergenommen werden, sondern wirklich, ja, nicht langweilig, komplex genug, rund, vollmundig, alles, was man will. Einziges ganz kleines Manko, das ich für mich tatsächlich jetzt habe, ist, er könnte im Abgang etwas länger sein, etwas länger halten. Aber ansonsten wunderbare Abfüllung. Nachdem ich ja schon am Anfang gesagt habe, dass Glendronach momentan ein bisschen heiß diskutiert wird, befürchte ich fast, ihr habt auch so eure Meinung dazu, weil sie doch kein Unbekannter ist. Vielleicht habt ihr ja auch den Selbstversuch schon mal gemacht und eine neue aktuelle Abfüllung probiert. Wie war denn eure Meinung dazu? Das würde mich dann doch auch mal interessieren. Genau, lasst mich das einfach in den Kommentaren wissen. Alle Infos zur Flasche und, wo ihr die kriegt, wie ihr die kaufen könnt, inklusive der Samples wie jede Woche, gibt's wieder in der Videobeschreibung. Such mal alles für euch zusammen.
Und dann würde ich euch an der Stelle noch eine schöne Woche, Restwoche, wie auch immer, wünschen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Daniel.